Dankeschön. Das ist sehr nett von Ihnen, dass endlich auch mal einer, ich muss auch wirklich mal sagen, dass endlich auch mal einer hier so ein bisschen das Mitleid erkennt vom Samstag. Ja, ich hier als Vize-Weltmeister. Und das ist halt nicht so ein guter Platz, wenn man nur zu zweit darum kämpft. Ja. Immer alle nur, Nancy Faeser hat verloren, hat verloren. Aber an mich denkt keiner. Ich muss auch am nächsten Tag wieder zur Arbeit. Ja, hier, da, den Kaffee da vorne, der da steht, den habe ich mir heute selber gemacht. Ich wollte heute hier beim Catering was essen, hat er gesagt, verpiss dich, mach dir selber was, du Loser. So war's, ja. Ja, wenigstens seid ihr für mich da. Herzlich willkommen zu Late Night. Aber es muss weitergehen und man kann sich ablenken mit kuriosen Meldungen, die man so liest. Zum Beispiel die NASA hat jetzt veröffentlicht, sie machen jetzt neue Weltraumanzüge. Und zwar gibt es da eine Kooperation unter anderem mit Prada. Es gibt jetzt neue Raumanzüge von Prada. Ich habe in der Dortmunder Nordstadt schon Chico gesehen, ready to take off, ja? Da will er mit. Ist natürlich nur, unten ist von Prada, die Kuppel ist von Swarovski natürlich. Das ist klar. Ja, klar. Das sieht ja nicht aus. Ich habe mir schon überlegt, ist das jetzt gut oder ist das jetzt schlecht, wenn man mit so einem Prada-Outfit im Weltall ist? Jetzt wegen den Aliens. Denken die jetzt, oder sind die so auf dem Weg und sagen eigentlich, ah, wir wollen eigentlich die Welt in Schutt und Asche legen, aber die sehen so super schick aus. Irgendwie machen wir das nicht. Oder sind wir blöd, weil wir die jetzt überhaupt erstmal anlocken. Ja? Weil wenn man da so die so rausschickt und sagt, oh, das sieht aber toll aus, da gucken wir mal, was da überhaupt noch los ist. Da würde ich zur Sicherheit einfach noch ein paar Astronauten hinterher schicken mit einem Outfit von Philipp Plein. Meine Astronauten in Prada, was kommt als nächstes? Comedians in Gucci? Liebe Grüße. ich habe eine Schlagzeile gesehen. Oh, das war aber hier, wo kam das denn jetzt her? Was denn? Eine Hand in der Tasche und so. So, meine Damen und Herren. Weiß nicht, ob Sie das hier gelesen haben. Nein, aber tatsächlich, was ist das für eine Schlagzeile? Reis, Bier und Urin wurden in antike Bauwerke gemischt und könnten erklären, warum diese nach Jahrtausenden noch stehen. Da fragt sich natürlich jeder zu Recht, warum Reis? Ja? Wie kommt der da rein? Also Reis, Bier und Urin, oder wie wir hier beim Catering sagen, Nasi Goreng. Ja? Kleiner Scherz natürlich. Aber wenn das stimmt, wenn das wirklich Gebäude erhält über Jahrhunderte und Jahrtausende, dann wird Berlin das neue Rom. Deswegen hält der McDonald's am Alexanderplatz so sehr gut. Auch die Leute, die man da so sieht, man tut die immer so ab, ne? Da sind die da am Saufen und so. Das stimmt ja alles gar nicht, ja? Das sind nicht einfach Besoffene, die irgendwo hinpissen, das sind Statiker und Architekten. Das ist nicht, die machen das nicht kaputt, die machen Denkmalschutz da. Das ist es. Naja, dann habe ich noch was gelesen, da habe ich ein bisschen Angst gehabt und es hieß auf einmal, im Weißen Haus wird der Commander eingeschläfert, wenn er so weitermacht. Habe ich gesagt, Moment mal, also klar, man kann Kritik üben am amerikanischen Präsidenten, er ist nicht mehr der Allerfrischeste, aber es ist immer noch ein Mensch, ja. Und dann bin ich drauf gekommen, Commander ist der Hund von Joe Biden, ja, der heißt Commander. Und das ist jetzt schon der zweite, der rausfliegt aus dem Weißen Haus, weil er beißt. Er beißt. Und ist nicht mehr tragbar für die Sicherheit des Präsidenten. Joe Biden hat ihn natürlich auch ausgeschimpft. Das ist für ihn nicht so einfach. Er hat geschimpft und geschimpft, bis er dann irgendwie gemerkt hat, er redet mit dem Sofakissen, der Hund ist da. Ja? Das ist ja unfair für den Hund. Ne? Da bellt er und bellt er und bellt er und der checkt das nicht. Ja, was willst du machen? Irgendwann muss man halt mal beißen, um zu sagen, ich habe Hunger. Ja? Aber wann war das jetzt? Das war jetzt irgendwie ein paar Tage her. Ich glaube, es sind jetzt irgendwie 6 Tage her, dass der Commander aus dem Weißen Haus entfernt wurde. Da hat das Schicksal dann doch dafür gesorgt, dass es irgendwie fair zugeht, denn Joe Biden hat es längst vergessen, dass er jemals existiert hat. Herzlich willkommen zu Late Night Berlin.